Drei Monate wurden die Kiew-Behörden nicht in der Lage, die Konfrontation im Osten, nämlich den Aufstand der Bevölkerung, zu unterdrücken. Unfähige Befehle, Tausende von toten Soldaten und ein kritischer Mängel an Finanzierung, dies alles gab dem Regime in Kiew keine Hoffnung zu gewinnen. Kiew appellierte an NATO-Militärhilfe, wurde aber ignoriert. In der Tat sah der Konflikt im Südosten der Ukraine lokal aus. Und alle Versuche, Russland an den Krieg mit der Ukraine zu provozieren, waren erfolglos. Als nächster Versuch wurde ein ziviles Flugzeug über der Ukraine nach unten geschossen. Die Verantwortung für diese schreckliche Tragödie wurde, ohne Warten auf die Ergebnisse der Untersuchung, auf von Russland unterstützten Aufständischen festgelegt. Dieses Verbrechen brauchte das Regime in Kiew, um den Konflikt international zu machen und der Welt zu zeigen, dass die Aufständischen internationale Terroristen sind. Die Aufdeckung der von ukrainischen Diensten hergestellten Fälschungen über ihre Verhandlungen sowie die vom russischen Generalstab angegebenen Fakten beweisen die Beteiligung der ukrainischen Armee bei dem Flugzeugabsturz. Dieser provokative Mord wurde von Kiew unter der Leitung von amerikanischen Diensten durchgeführt, mit Blick die NATO in den Krieg gegen Russland zu ziehen. Aber wozu brauchen die Amerikaner diesen Krieg? Diesen Krieg brauchen sie, um ihre wirtschaftlichen Probleme zu verbessern, genau gleich wie sie in den Ersten und Zweiten Weltkriegen taten. Mit Hilfe der Anklage gegen Russland wegen der Aggression können sie die Finanzsanktionen einführen, die die Archive der russischen Strukturen einfrieren. Somit können Hunderten von Milliarden Dollar verschrieben werden, was die Schuldenlast über die Vereinigten Staaten erleichtert. Schaden der wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland verschlechtern die europäische Wirtschaft. Die Positionen Europas im Wettbewerb mit den Vereinigten Staaten werden schwächer. Die Stabilisierung des Banksystems wird zu Kapitalabflüssen führen, die die US-Dollar-Pyramide halten. Einzug der europäischen Länder in den Krieg mit Russland wird die politische Abhängigkeit von Amerika stärken. Dies erleichtert für Amerikaner, auf EU-Entscheidungen zugunsten der Vereinigten Staaten zu beeinflussen. Wegen des Krieges bekommt die amerikanische Militärindustrie eine Menge Aufträge. Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten wird blühen und in der Zwischenzeit wird es leichter, durch den Krieg geschwächtes Russland zu kontrollieren, wie es in den 90er gewesen war. So zerstören die Vereinigten Staaten wichtigsten Konkurrenten auf der Weltbühne und bekommen einen strategischen Vorteil im Kampf um die globale Führungsrolle mit China. Im Gegensatz zu der EU und Russland, die zerstörte Wirtschaften und Haufen von Leichen erhalten werden, erhalten die Amerikaner einen Nettogewinn. Der Krieg auf fremdem Boden ist das, was die Wirtschaft der Vereinigten Staaten mehrmals rettete. Es ist sicher zu sagen, dass die Ukraine den Völkermord an der russischen Bevölkerung nicht aufhören wird. Und Provokationen werden zunehmend bitterer. Früher oder später wird dann Russland Truppen in das Gebiet in der Ukraine einführen. Um Millionen Opfer der Russen, Ukrainer und Europäer zu vermeiden, müssen sich die EU-Regierungschefs von ihren ausländischen Eigentümern abwenden und erkennen, dass Russland nicht nur ihre nationalen Interessen schützt, sondern versucht, den Ausbruch eines dritten Weltkrieges zu verhindern. Ansonsten werden die Überlebenden des dritten Weltkrieges ein neues amerikanisches Wirtschaftswunder sehen.